Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass ich mit Ariel, glaube ich zumindest, weitermachen wollte. Das Einzige, was ich wohl gerne noch kurz vorher einschieben würde, das habe ich nämlich jetzt offline ehrlich gesagt vergessen, wir müssten Stitch noch auf Level 2 bringen. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wo der sich überhaupt befindet. Auch Donald schläft schon wieder. Es ist doch nicht mehr normal. Es ist wirklich nicht mehr normal. Da ist er! So eine Sauerei. Läuft einfach zu Anna. So. Oh, wie niedlich. Hi, Stitch. Hallo. Akata. Was wolltest du heute machen? Du machst Fotos mit Kamera. Mhm. Was beste Dinge zu fotografieren? Ich fotografiere gerne Landschaften. Also ich ja. Ja, viele Landschaften im Tal. Zackige Berglandschaften. Flache Landlandschaften. Kalte Landschaft. Heiße Landschaft. Nasse Landschaft. Aktuell auf jeden Fall. Alles gut für hübsches Bild. Dankeschön. Bitteschön. Ich hab zu danken. Och, man kann es gar nicht machen. Okay. Nein. Och, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Hallo. Ich habe nichts für dich, aber ich würde gerne mal gucken. Moment. Dunkles Holz. Also sind auf jeden Fall keine Sachen, die wir wahrscheinlich nicht haben. Jetzt mache ich, glaube ich, bin mal wieder mein tolles Bild mit dem Handy, damit ich mir das gleich nicht alles merken muss. Und dann komme ich gleich nochmal zurück. Okay. Ja? Ist gut. Das ist gut. Das ist gut, dass es gut ist. So, dunkles Holz haben wir auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt schon wieder mit meinem Hals los ist. Bis eben konnte ich noch einigermaßen gut sprechen. Und schon, ja, starte ich die Aufnahme und es ist wieder alles für den Eimer. Ich weiß auch nicht. So, dunkles Holz. War das im... Ist das hier, ne? Okay. Brauchen wir nur eins von erstmal. Dann... Rosa Bromelia. Oh, was drücke ich denn hier die ganze Zeit? Ich will raus, dann drücke ich aber zweimal raus. Also, jetzt bleibt doch nicht überall hängen. Rosa Bromelia. Das ist Rosa Hortensia. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt aussah. Ich glaube aber, die war nicht hier drin. Das ist Sumpfmilchkraut, Hortensia. Wo sind denn... Moment. Das sind die Bromelien. Ah, ach so, das ist die rosa Bromelie. Okay, dann machen wir das mal so. Ich musste gerade noch mal eben nachschauen, ob das wirklich die war. Und Crepe müssen wir machen. Crepe haben wir, glaube ich, schon herausgefunden. Mal schauen. Kann ich doch eigentlich auch in der Etage hier bleiben? Ich habe das doch umgeräumt, damit ich hier auch direkt einen habe. Also, Crepe. Wo haben wir dich denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon mal hatten. Kann sogar sein. Fällt mir gerade auf. Ach nee, ich habe das ja jetzt zuletzt alles verkauft. Ah, ich brauchte ja Platz. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon sehr viel Sachen freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, wo das Crepe jetzt sein könnte. Vielleicht irgendwo am Ende. Das ist auch total blöd, dass es absolut gar nicht nach dem Alphabet sortiert ist. Jetzt fängt sie wieder mit A an. Crepe, da ist es doch. So. Zack. Jetzt kriege ich gerade selber Lust drauf. Obwohl wir gestern Pfannkuchen sogar hatten. So, wo ist Stitch jetzt? Das müssen wir jetzt mal eben gucken. Aber erst, wenn wir draußen sind, weil sonst können wir ja wieder nicht gucken. Ist er noch bei Anna oder ist er schon wieder woanders? Ne, natürlich ist er wieder woanders. Oh, Stitch, das Einzige, was du nicht machen darfst, ist schlafen gehen. Alles andere ist mir egal. Wo ist er denn jetzt?
Da. Nein. Da. So. Ah, ich muss auch schon wieder ernten. Moment, da ist ein helles Kaninchen. Ich glaube, mir fehlt noch ein helles Kaninchen. Oh, das ist gemein, das ist gemein. Stitch, bleib schön stehen. Ich sehe dich. Ich musste hier nur gerade... Da kommt man wieder nicht rum. Hallo. So. Aloha. Ich habe was für dich. Und zwar einmal Crepe. Ja, und damit bist du schon auf Level 3. Wunderbar. So, da bekommen wir ziemlich coole Sachen teilweise. Was ist das denn hier? Wow. Okay. Wir nehmen natürlich wie immer die Gartenarbeit. Hallo. Akata. So, ich habe immer noch was für dich. Und mit dem nächsten bist du dann auf Level 4. Das ist perfekt. Ja, ja. Ich habe noch was für dich. So, das. Bitteschön. Ist gut, danke. Ja, bleib doch mal stehen. Hallo. 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 So, und ich würde gerne, dass wir beide miteinander abhängen. Den nehmen wir nämlich jetzt einfach... Der rastet hier gerade leicht aus. Den nehmen wir nämlich jetzt einfach mit. So, ach, dann brauchen wir schon wieder eine verborgene Anforderung. Ich krieg zu viel, um es mal nett auszudrücken. Ich hasse diese verborgenen Anforderungen. Ja, also, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir ihn jetzt gelevelt haben und dann könnten wir direkt schon mal die erste Aufgabe machen, aber das klappt nicht. Deswegen nehmen wir Stitch jetzt erstmal mit, damit er nebenbei dann auch Punkte bekommt. Und wir gehen jetzt erstmal zu Ariel. Bei der müssen wir nämlich noch das letzte Level machen. Gibt doch gar nicht so viele Orte, wo die sein kann. Eigentlich. Uneigentlich kann es auch sein, dass man sie gar nicht findet. Ach, hier. Okay. Komm, Stitch. Wir suchen mal Ariel. Wehe, die haut wieder ab. So. Ich habe gerade ihre Schwanzflosse gesehen. Da ist sie. Ariel, nicht wieder abhauen. Bleib hier. Ich will mit dir reden. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Gameplayerin, ich habe gerade etwas Seltsames entdeckt, als ich bei der Insel herumschwamm. Könntest du mir helfen, herauszufinden, was es ist? Sicher, worum geht es? Ich bin in der mystischen Grotte am schillernden Strand geschwommen, als ich eine mysteriöse Tür fand. Um sie herum waren alle möglichen Inschriften zu sehen. Ich konnte nicht herausfinden, wie man die Tür öffnet, aber es gab Kratzer an der Seite, als hätte jemand versucht, hineinzukommen. Hm, eine geheimnisvolle Tür mit Inschriften? Ich frage mich, was sich dahinter befindet. Unermessliche Reichtümer, mächtige Magie, etwas, was dem Dorf hilft. Na, ich frag mal, irgendwas, was dem Dorf hilft vielleicht? Ich hoffe es. Wir können hier definitiv keinen weiteren Ärger gebrauchen. Oh, eins noch, hätte ich fast vergessen. Ich habe da unten auch etwas anderes gefunden. Es ist eine Steinplatte. Sie ist mit Inschriften versehen. Genau wie die vor der Tür. Vielleicht weiß Merlin, was das bedeutet. Mhm. Danke, Ariel. Ich werde mit Merlin sprechen. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Ja. Dann schauen wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Ich hoffe. Aber ich meine, ne, es ist Disney, also... Wenn das jetzt nicht eine mega schwere Aufgabe ist, dann nehme ich mal an, dass wir helfen können. Na dann, wir haben viel zu tun. Genau. Woher wusstest du, worum es geht und dass ich kommen werde? Hm, eine Steinplatte bedeckt mit Schnitzereien oder eher Runen, wie es scheint. Ariel hat es nahe einer Tür in einer Höhle in der Nähe vom schillernden Schrank gefunden. Weißt du, was es ist? Nun, es ist wahrlich eine Art Schlüssel. Aber was sich hinter der Tür befinden könnte, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Weißt du, ich habe schon immer gedacht, dass schon lange vor uns Leute auf dieser Insel gelebt haben. Dreamlight Valley ist alt, Gameplayerin. Sehr alt. Noch älter als du? Das kann nicht sein.
Leute, wer waren die? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer die Leute waren, aber diese Runen müssen ihre Sprache gewesen sein. Ich habe sie bereits an verschiedenen Stellen im Dorf gesehen, aber ich habe gerade erst damit begonnen, ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Mal sehen. Lass dir Zeit. Aha! Ich glaube, ich weiß, was hier steht. Die Leute, die diese Tür gebaut haben, wollten sicher gehen, dass niemand alleine hindurchgehen kann. Du wirst etwas von anderen Dorfbewohnern brauchen, um hineinzukommen. Wir könnten versuchen, alle zusammenzudrücken, genau. Etwas Magisches? Magie? Nun, eine Art von Magie nehme ich an. Hey! Anscheinend vertrauten die Leute, die diesen Runen schrieben, ausschließlich auf Gefühle und die Macht von Geschichten. Um die Tür zu öffnen, musst du diese Steinplatte verzaubern, indem du sie mit feuriger Leidenschaft, schäumender Wut, vollkommener Freude und überschwänglicher Begeisterung füllst. Huch, wie soll ich das denn machen? Finde einfach 4 Dorfbewohner und lass sie die Steinplatte halten, während sie jede Emotion füllen. Klingt, als hätte ich eine Menge Arbeit vor mir. Vielleicht kann Ariel dir dabei helfen, herauszufinden, welche Dorfbewohner am besten die Emotionen verkörpern, die du suchst. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, viel zu tun. Ich weiß, ich weiß. Nicht abhauen, Ariel. Nein! Och, nein, mit dir wollte ich nicht reden. So. Also, ich glaube, da war was mit Wut. Also ist auf jeden Fall Donald mit dabei. Ich weiß nicht, ob Fröhlich... Oh, du bist es. Was machst denn du da, Ariel? Sollen wir was zusammen unternehmen? Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Konnte Merlin helfen? Er hat gesagt, dass dies eine Art Schlüssel ist, mit dem wir die Tür öffnen können. Aber zuerst müssen wir sie mit Emotionen verzaubern. Feurige Leidenschaft, schäumende Wut, vollkommene Freude und überschwängliche Begeisterung. Vollkommene Freude? Oh, damit kann ich helfen. Du bist eine wunderbare Freundin. Schließlich hast du mich von einer einsamen Insel gerettet. Wenn ich an dich denke, empfinde ich immer Freude. Warte, ich fühle, dass die Magie anfängt zu wirken. Ich glaube, die Leute müssen die Emotionen spüren, damit die Verzauberung wirkt. Du hast es geschafft, Ariel. Dann sind es nur noch 3. Ich weiß genau, mit wem ich über feurige Leidenschaft sprechen kann. Remy, niemand ist so leidenschaftlich beim Essen wie er. Auf Wiedersehen. Ja, dann gehen wir doch mal zu Remy. Ich hoffe nur, dass Donald nicht dabei ist, weil der pennt mal wieder. Remy, da haben wir dich. So. Scar, ich weiß, gehen wir mal aus dem Weg, bitte. Ich habe gerade keine Zeit. So, Remy ist so klein und übersieht man nicht gerne. Hallo? Hey, du bist es! Oh, hey, Gameplayerin, was gibt's? Lass uns über deine Leidenschaft fürs Kochen sprechen. Das würde mir sehr helfen. Hm? Natürlich, Gameplayerin. Ich liebe es, übers Essen zu sprechen. Nun, wie du vielleicht schon bemerkt hast, bin ich eine Ratte. Und Ratten sind normalerweise keine Köche. Oder interessiert an gehobener Küche. Aber als ich zum ersten Mal wirklich gutes Essen probierte, war ich sofort begeistert. Und als ich dann meine ersten Zutaten kombinierte, der Nervenkitzel der Entdeckung, die Kunst, Aromen zu kombinieren, um etwas Neues zu erstellen, ich wusste, dass ich meine Berufung gefunden hatte. Und jetzt habe ich jedes Mal wieder das Gefühl, wenn ich koche. Ich kann dir sagen, dass es wirklich großartig ist. Du hast es geschafft. Du hast die Steinplatte mit feuriger Leidenschaft verzaubert. Danke, Remy. Klar, ich helfe gern. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der bereit ist, über überschwängliche Begeisterung zu sprechen. Da musst du unbedingt mit Vaiana sprechen. Sie kam neulich in mein Restaurant und redete wie ein Wasserfall davon, wie viel Spaß sie beim Segeln hat. Mit Vaiana sprechen. Alles klar, danke. Wir sind ein gutes Team. Finde ich auch. Frage ist, wo ist jetzt Vaiana wieder hin? Vaiana, wo bist du schon wieder? Schon wieder bist du nicht mehr da.
keine Ahnung. Da sind nicht mehrere übereinander. Das ist eher, aber... Oh, ich hasse es, wenn das so verbuggt ist und man die Leute nicht finden kann. Wo läuft sie jetzt gerade hin? Moment. Wo bist du? Da. Mariana, bleib stehen. Erst bist du weg und jetzt willst du nicht stehen bleiben. Oh, ich habe da eine Idee. Nix da, hör mir zu. Großartig, denn wir haben viel zu tun. Hey Gameplayerin, wofür ist diese Steinplatte? Nun, ich habe eine etwas seltsame Frage an dich. Sicher, was gibt's? Ich möchte, dass du diese Steinplatte festhältst und mir erzählst, wie du dich fühlst, wenn du auf dem Ozean segelst. Na gut, das ist ein bisschen seltsam, aber ich rede immer gern übers Segeln. Wenn ich auf dem Meer bin mit der salzigen Luft um mich herum und dem Wind in den Segeln und auf dem Horizont zusteuere, dann weiß ich, dass ich dort zu Hause bin. Ja! Das ist das schönste Gefühl der Welt. So wie du es beschreibst, klingt es wirklich toll. Ich will auch segeln. Ich bin mir sicher, dass es dir gefallen wird. Hey, die Steinplatte, die du mir gegeben hast, sie fängt an zu leuchten. Heißt das, ich war eine Hilfe? Ja, es hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch mit jemandem finden, der schäumende Wut hat. Nein, sag das bitte nicht. Schäumende Wut? Nun, Ursula ist ziemlich wütend, wenn man Arielle in ihrer Gegenwart erwähnt. Ursula, das ist eine großartige Idee. Bis bald. Oh, sag mir bitte, dass Ursula... Ist auf jeden Fall im Moment noch wach. Bleib bitte da, alte Dame. Kann ich es von hier aus machen? Nee, natürlich wieder nicht. Dreh dich mal um, bitte. Ich muss mit dir reden. Wie wär's mit einem Schwätzchen? Hallo. Würde ich gerne. Ja, jetzt. Du bist hier. Endlich. Genau, die Person, die ich sehen wollte. Ah, Gameplayerin. Was führt dich her, Fischlein? Ich brauche deine Hilfe mit einem Zauber. Faszinierend. Dafür weißt du, dass du nichts umsonst bekommst. Du musst etwas im Gegenzug anbieten. Das ist keine große Sache. Arielle und ich, wir brauchen nur... Ach, pfui! Sprich diesen Namen, diesen kleinen, albernen Dummchens nicht in meiner Gegenwart aus. Ich bin es leid, ihren roten Haarschopf zu sehen und diese blökende Sirenenstimme im Dorf zu hören. Die Steinplatte, die Runen leuchten. Du hast sie mit schaumender Wut gefüllt. Wütend? Ich? Mach dich nicht lächerlich. Moment mal. Warum habe ich das Gefühl, dass du mich gerade ausgetrickst hast? Weil ich das getan habe. Und tschüss. Oh, das wirst du bereuen, Gameplayerin. Das verspreche ich dir. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Finde heraus, wo du die Steinplatte in der mystischen Grotte platzieren kannst. Ja, kann Arielle mir das nicht sagen? Ach so, nee, in der mystischen Grotte? Damit meint die jetzt aber... Nehme ich mal an... Wo sind wir denn jetzt hier? Nehme ich mal an, hier hinten. Diese Grotte, oder? Oder ist das die Grotte, wo die eingesperrt war? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt gemeint ist. Also entweder müsste das hier gemeint sein oder das, wo Ursula eingesperrt gewesen ist. Ich schau mal eben hier unten nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier sein soll. Weil eigentlich hier haben wir ja schon alles erledigt. Aber ich dachte, mit Ursula, das haben wir auch erledigt. Noch eine letzte Sache und du kannst gehen. Fang die Kugel, die unten liegt, ohne zu flehen. Wir haben anscheinend doch noch nicht alles gemacht. Oder? Die Kugel ist gemeint, ne? Aber hier können wir anscheinend nicht die Steinplatte hinlegen. Ich bin schon am Probieren, einfach E zu drücken, weil manchmal kommt ja auch das E nicht und trotzdem kann man es machen. Da kann ich auch nichts machen.
kann man auch nichts... Ich kann nur lesen. Drücken kann ich auch nicht. Ich denke mal nicht, dass das hier gemeint ist. Also hier können wir auf jeden Fall nicht rein. Aber stimmt, wir haben den Teil hier definitiv noch nicht gemacht. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, was man hier machen kann, weil da kommt man ja, also da kann man ja auch nichts drauflegen. Moment, hä? Das sind echt Steine, die ich hier nehmen kann. Das ist ja cool. Kommen die immer hier rein? Weil das Problem ist natürlich, ich brauche noch ganz viele Steine, damit ich die, die Truhen alle machen kann. Wenn ich dann jedes Mal hier reinkommen könnte und immer mal wieder die Steine holen könnte, das wäre natürlich cool. Also hier scheint auch nichts zu sein. Aber das haben wir ja auch alles gemacht hier im Endeffekt. Dann gehen wir jetzt doch nochmal eben in die eine Grotte. Also ich wüsste auch nicht, wie Ariel hier reinschwimmen kann, nebenbei bemerkt, ne? Ich weiß aber halt auch nicht, was die jetzt mit der mystischen Grotte meinen. Ob die jetzt tatsächlich das meinen, wo wir jetzt gerade drin waren? Oder ob die mit mystische Grotte jetzt das meinen, wo Ursula eingesperrt war? Die ich ja sadistischerweise direkt davor, also ihr Zuhause reingemacht habe. Ach, reden. Ich dachte gerade schon, oh. Da sind aber auch so Kugeln im Wasser. Ich weiß gar nicht. Oder haben wir das doch schon gemacht? Mit dem unten? Keine Ahnung. Das Problem ist, die Folge wird jetzt gerade auch immer länger. Und ich habe da im Moment so gar nichts von. Dass ich jetzt hier wie blöde rumlaufe. Oh, wo ist denn Ariel jetzt schon wieder hin? Ich denke, du solltest versuchen, die Platte in die Aussparung zu legen, die ich am Boden der mystischen Grotte gesehen habe. Komm ich bald wieder besuchen? Ja, wo ist denn die mystische Grotte? Hä? Das sind doch nur die beiden, oder nicht? Also als Grotte kenne ich im Prinzip nur das hier oben. Ja, das hier müsste jetzt von der Grotte sein, dieses Symbol. Und halt hier den Teil, den kenne ich auch noch. Aber nein, das will ich nicht. Aber da können wir doch nichts reinlegen. Und hier, das haben wir ja eigentlich soweit schon durch. Deswegen könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass das da hinten ist. Also ich gehe jetzt hier nochmal rein. Das Blöde ist, da steht ja auch nicht betreten mystische Grotte oder sowas, ne? Das ist dann einfach nur in die Aussparung am Boden. Wir haben hier aber keine Aussparung am Boden. Kann es eigentlich nicht sein. Also, aufgrund der Länge des Videos, was wir jetzt schon haben, wo ich ja jetzt auch schon eine ganze Weile lang rumgeirrt bin, würde ich jetzt mal sagen, dass... okay, das Licht flackert, auch nicht schlecht. Würde ich mal sagen, dass... Und ich bugge. Würde ich mal sagen, dass ich hier nochmal rumschaue, was Ariel meinen könnte. Am besten laufe ich hier irgendwie komplett nochmal alles ab und ja, ich weiß nicht, was sie sonst mit mystische Grotte noch meinen könnte. Also ich würde jetzt normalerweise behaupten,
das hier könnte die mystische Grotte sein, weil das ist nun mal eine Grotte. Oder halt eben das andere, wo ich davor war. Aber wir haben jetzt bei beiden nichts gefunden. Ich laufe jetzt trotzdem nochmal hier alles Zentimeter für Zentimeter ab. Und laufe drüben nochmal alles Zentimeter für Zentimeter ab. Und laufe dann nochmal, wenn ich da nichts finden sollte, im... Die meinen aber nicht diesen Berg zufälligerweise, der da hochgekommen ist, oder? Weil das war ja eigentlich der Teil von Maui. Dieser... Der Berg da hinten, oder können wir da rein? Also das gucke ich jetzt nochmal kurz. Ob wir da jetzt eventuell rein können? Nee, das ist... Stopp, das ist Maui, da wollte ich nicht rein. So. Ich meinte das hier, aber das ist immer noch zu. Also denke ich mal nicht, dass wir da rein können. Da können wir am Fuße auch nichts hinlegen. Ja, also wie gesagt, ich laufe nochmal alles ab. Und damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit mitschauen müsst und den ganzen Quatsch sehen müsst, den ich jetzt eben nicht hinbekomme, werde ich euch dann gleich hinzuschalten und ja, hoffen, dass ich dann bis dahin tatsächlich herausgefunden habe, wo das Ganze ist. Ansonsten müssten wir das Ganze mal aufschieben, was blöd wäre, weil ich es schon gerne in einer Folge beenden würde. Ja, müssen wir mal gucken. Ich werde das jetzt hier noch eben ausbuddeln. Ja, okay, also da kann ich es dann auch nicht. Ich dachte, vielleicht kriegt man irgendwas, wo man was reintun kann oder so. Ja, ich sag dann einfach mal, bis gleich. Moment. Nee, oder? Ja, ihr Lieben, ich bin nochmal hier runtergelaufen und wollte eigentlich hier nochmal gucken, ob man hier irgendwas ranmachen kann. Da fiel mir diese komische Form hier oben auf. Und dann habe ich nochmal ins Inventar geguckt und habe das verglichen mit der Form. Und tatsächlich, das ist die gleiche. Ich habe natürlich nach so kleinen Dingern wie hier links geguckt und nicht nach so einer riesen Wand. Okay, also tun wir das mal hier rein. Oh, okay. Hebe mystischer Kristall auf. Okay, triff Ariel bei ihrem Haus. Oh, ja, jetzt back hier auch noch weiter rum. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal nach oben. Ich werde euch jetzt auch nicht extra nochmal rausschneiden, weil ich glaube, das dauert jetzt hoffentlich nicht so lange, bis wir diese blöde Grotte wieder nach oben gelaufen sind. Jetzt laufen sie alle um mich rum hier. Treff Ariel im Haus, da unten. Reisen wir mal hier hin. So. Ich war jetzt aber tatsächlich schon am Rande der Verzweiflung. Ich mach das Ding jetzt hier mal weg. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da reinkommen oder ob wir dann vor der Tür am Baggen sind, wenn das Teil hier drin bleibt. So. Ariel! Ich habe eine fantastische Idee für uns. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, um einen kleinen Kristall wie diesen zu verstecken. Weißt du, das ist komisch. Er sieht genauso aus wie die Kristalle auf einigen der Artefakten, die ich auf der einsamen Insel gefunden habe. All dieses Zeug muss von den Leuten stammen, die hier vor langer Zeit gelebt haben. Vor der Zeit des Vergessens, als noch keiner von uns im Tal war. Ich bin so froh, dass wir das gemeinsam herausgefunden haben, Gameplayerin. Es kann unser kleines Geheimnis sein. Du bist eine wahre Freundin, Ariel. Ich habe gerade das Gleiche über dich gedacht. Ich möchte, dass du das hier bekommst, um dir für alles zu danken. Ich weiß einfach, dass du darin umwerfend aussehen wirst, wenn wir zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Nein, ich habe jetzt gedacht, das hat irgendwas mit Prinz Erik zu tun. Wobei ich ja immer noch die Befürchtung habe, dass wir deswegen mit Ursula noch das machen müssen. Du meine Güte, sieh dir die Runen auf den Artefakten an, die ich von der einsamen Insel zurückgebracht habe. Sie fangen an zu leuchten. Ich freue mich so für dich. Okay, ja, ich würde sagen, dann sind wir mit Ariel durch.
Also ich nehme an, dass sie diese Artefakte hier hinten meint, weil die haben eben am Anfang des Gesprächs nämlich schon zu leuchten begonnen. Ja, oh, hi Stitch, die habe ich schon fast wieder vergessen. Dann würde ich sagen, dass ich Stitch jetzt offline noch ein bisschen level und ja, dass wir vielleicht sogar in der nächsten Folge weitermachen können mit Stitch. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, wen haben wir denn noch? Ich möchte eigentlich gerne mit jemand Gutes noch weitermachen. Nicht mit dem Bösen, die will ich mir für den Schluss aufbewahren. Ach nee, Stitch geht ja gar nicht. Da brauchen wir diese verborgene Anforderung für. Dann level ich den später. Ich nehme den zwar noch weiter mit, solange wie ich aufnehme, aber ich level den dann im Endeffekt später. Dann würde ich sagen, dass wir ja mit Mutter Gutel, die ist, glaube ich, ausgelevelt, soweit ich weiß. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Nee, nicht Aufgaben. Ach Mann, warum ist das Event noch drin? Endet in 8 Tagen? Oh. Okay. Ich dachte, das Weihnachtsevent wäre schon zu Ende. Aber stimmt, das habe ich ja schon gesagt, dass das doch sehr lange geht. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, das wäre zu Ende. Da kann ich dann. Das habe ich eben nicht verstanden. Warum man das nicht freigeschaltet hat. Ich habe hier 3 Stück, wie man das ja immer machen sollte. Und ich habe ja auch die 10 hier, aber ich konnte es trotzdem nicht holen. Das fand ich irgendwie sehr seltsam. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, dann würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal Mutter Gotel machen, weil die ist meines Wissens nach auf Level 10. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir mit ihr dann noch so zu bestreiten haben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.